Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Der Herr der Ringe Online. Der zweiten Folge für heute. Als erstes kam heute Obscure und später kommt noch der Mittelerde Fight Club. Singularity fällt, wie beim letzten Part schon gesagt, aus. Die jetzige Herr der Ringe Folge geht auf die normale Länge. Beim letzten Mal hatten wir wegen Verkürzung nicht viel gemacht. Wir haben in Michelbinge ein paar Sachen eingelagert und wir haben unsere Martum-Sammlungen erweitert durch ein paar Wölfe, durch eine Spinne, und am Ende war ich ziemlich genervt, weil zwei Quests wieder aufgetaucht sind, die Suche nach dem Dinodas und das wegen der Heide Hornbläser, die waren zwischendurch mal weg. Und ja, ich werde mal sehen. Heute habe ich eigentlich vor, den Dinodas zu finden, aber natürlich nur, wenn das Herbstfest noch ist. Offiziell wäre das Herbstfest nämlich vorbei. Das Herbstfest ist nämlich nur bis gestern gegangen. Deswegen mal gucken. Wenn das sein sollte, werde ich den Dinodas suchen. Wenn das nicht sein sollte, werde ich zur Heide Hornbläser weitergehen. Wir sind auf jeden Fall gerade im Wald, wo der Dinodas eigentlich zuletzt gesehen wurde. Bei den Gruselgeschichten im vorletzten Part. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Wir hätten es im letzten Part schon machen können, wenn nicht die Quest noch einmal verschwunden wäre. Und ich sehe hier einen Bären. Ja, das geht ja super los. Das geht ja klasse los. Spitze. Futtersuchender Waldbär. Wir müssen ja Bären auch töten. Das war für eine Quest, glaube ich. Das geht ja super los hier. Vielleicht mal angegriffen von Bären, und zwar einem sehr starken. Ja, der war sehr stark, der hat uns drei Viertel Leben gekostet. Leichtes Fellmatte Tierhaut. Da vorne ist noch ein Bär. Boah, ihr seid ja witzig, liebe Entwickler. Der Bär war jetzt kein Problem, aber nur weil der auf Entfernung stand. Gleich mal zwei Bären am Anfang. Ihr seid ja lustig. So, hier haben wir jetzt auch das erste schmutzige Ohr bekommen. Ich wusste, wir hatten irgendwas mit Ohren, aber das letzte Mal war es kleines Ohr. Deswegen haben wir das letzte Mal das nicht bekommen. Okay, das Gute ist aber, das Erntefest läuft weiterhin. Das heißt, nachdem wir hier alle Sachen aktiviert haben, nehmen wir erstmal unsere Geschenke. Also erst aktiviere ich die Aura. Dann aktiviere ich den Fokus, damit wir vollen Fokus haben. Ja, wir hatten schon zwei Bären am Anfang. Und dann öffnen wir das Silver Orbit Geschenk. Einfache Vorräte, plus 20 Erfahrungspunkte durch den Voodoo Boffin. Ach nein, gewaltige Haufen Silberreste. Durch den Voodoo Boffin, ja gut. Wir haben jetzt auch hier schon wieder wenig Platz drin, obwohl wir beim letzten Mal eigentlich ziemlich viel eingelagert haben. Die 20 Jugenderfahrungspunkte nehme ich mal, glaube ich. Die haben wir beim gestrigen Part bei euch bekommen. Oder nein, ich suche jetzt erstmal den Dinodas, weil der ist ja hier drin. Der ist auch gar nicht so weit weg, offiziell. Da ist der nächste Bär, aber wir müssen anscheinend keine Bären suchen. Deswegen die bringen uns ja Sachen, ne? Deswegen greife ich ihn mal doch an. Ja, sie bringen uns Sachen. Tot. Ja, mit dem Bogen sind die kein Problem. Ich würde sie normalerweise nicht angreifen, aber sie bringen uns Sachen. Matte Tierhäute können wir doch mitnehmen. Was haben wir hier? Eine Spinne. Spinnen müssen wir auch töten. Also, wir sind heute wieder fleißig am Monster töten. Beim letzten Part waren es Wölfe. Und diesmal sind es bis jetzt Spinnen und Bären. Genau, Dreckhaufen schmieriger Schleim. Einen, den hätte ich gerne auch. Und auch die Panzer, oder war der Panzer eher Deko?
Das wüsste ich gerne kurz. Also 3 kaufen haben wir jetzt 2 von 10. 5 von 10 matte Felle, 1 von 10 Panzern. Okay, wir brauchen auch die Panzer. 6 von 10 Tierhäute. Schmutzige Flügel noch keine. Verbogene Klauen auch noch keine. 7 von 10 zerbrochene Dolche, die waren ja bei den Orks zum Beispiel. 3 von 10 Schwertscheiden, 2 von 10 schneeiger Schleim, gehen wir wieder ab. Und 1 von 10 schmutzige Ohren. Okay, weiter den Dino das suchen. Hier sind Zweige, wir brauchen aber keine, davon haben wir noch genug. Bereitzahlen, der hat uns nichts gebracht. Ja, hier sind ja eine Menge Viecher, der hat sich echt einen spaßigen Ort ausgesucht. Hier ist auch noch ein Bär. Kurz konzentrieren. Der hat ihn getroffen. Wäre echt eine weite Reichweite. Ja, die Bären kommen kaum dran. Vorher, das war halt nur blöd, weil der Bär stand direkt vor uns. Mag das Fell mitnehmen. Ich würde ihn normalerweise nicht angreifen, aber wir brauchen die Sachen. Da ist der Breitzahn. Den Breitzahn will ich nicht, ich will nur den Bären. Nehme ich erstmal den Bären hier oben. Nach der Breitzahn droht. Ich will den Breitzahn eigentlich nicht. Zu weit weg, das dachte ich mir fast schon. Ach komm schon, Spodo, du bist ein Bogenschütze. Anpirschen wie ein echter Jäger. Ach komm schon, Spodro. So weit ist der Bär nicht mehr weg. Jetzt stell dich nicht so an. Danke. Dieses zweimal Pfeil abschießen ist ziemlich stark. Nein, du nimmst die beiden Sachen bitte auch mit. So, 7-mal matte Tierhaut. 7-mal matte Felle. Wo ist denn der Dino das hin? Gehen wir wieder ab. Ich werde nicht jedes Viech töten. Ach, hier ist auch noch der Bühel. Ja, hier kommen wir wieder ins Orkgebiet, ne? Haha. An die Orks habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Schiefertonwald. Oberbühel. Ach so. In Oberbühel waren wir übrigens noch nie. Oh ja, ich habe es ja, sieht zum Fürchten aus. Ja, ich habe auch gerade Bären und wilden Bestien gekämpft. Ein Krämer, der ist sehr gut. Können wir Sachen verkaufen. Der Dino, das ist aber nicht hier. Ich hole mir hier die Quest schnell ab. Und bei dem Kramer. Ja, möchte er etwas kaufen. Ach, eine Salbe gegen Stiche, das ist mit euch im Bock. Cool, dann können wir gleich die Quest weitermachen. Aber zuerst. Guten Tag. Wie darf ich euch helfen? Möchte ich hier alles. Ja, jetzt haben wir mal hier sehr viel, was wir ja, alles reparieren. Wir haben eh mehr als genug Geld. Möchte hier alles verkaufen. Schmutziges Ohr, brauchen wir das? Muss ich kurz gucken. Ja. Dreck kaufen wir auf jeden Fall. Schleim brauchen wir auch. Da brauchen wir Schwerscheiß, da brauchen wir Dolche, brauchen wir auch. Den Schriftrollenbehärter für Schneiderkunst können wir verkaufen. Die kleinen Ohren können wir verkaufen. Matterfellmatte Tierhaut brauchen wir. Tropfen Honig können wir verkaufen. Silberreste können wir verkaufen. Und dann sind wir schon wieder bei der Goldobergrenze. sonst noch was? Zerrissen Tierhäute und Felle können wir auch loswerden. Leichter Panzer brauchen wir. Edler Dolch können wir wegtun. Und das war's. Okay, was hast du denn? Handwerk, Zutat und Nahrungsmittel brauchen wir beides eigentlich gerade nicht. Dann schauen wir mal. Eine Salbe gegen Stiche. Was war denn das für eine Quest? Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Die neuen Bienenkönigin für Bauer Stolzfuß besorgen. Ach ja, richtig. Da sind wir das erste Mal auf Bären damals getroffen. Okay, ja, die Salbe können wir ja mal holen. Wenn wir hier schon mal hier sind. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Beschafft Krötensteine. Wie? Was war das? Schienen? Ihr habt euch etwas gebrochen? Oh, Bienen!
Ja, man merkt schon, Mütterchen, Bock findet es ein bisschen schwer bei euch. Ja, ja, ich kann eine seitliche Stiche anrühren, aber dafür brauche ich ein paar Zutaten. Bringt mir 4 Krötensteine von irgendeiner der Krötenarten hier im Auenland. Aber denkt daran, dass nicht jedes Exemplar eine Krötenstein hat. Wo ihr sie finden könnt? Nun im Moor zum Beispiel. Schaut euch im Westen des Winsenmoors um. Westlich von hier, jenseits von Hobbingen. Oder ihr könntet die Kröten im Moor direkt nördlich von Froschmoorstätten jagen. Schaut mich nicht so an. Die Salbe ist ohne die Krötensteine zu nichts nützen. Okay, wir sollen also ins Moor. Jetzt mache ich aber nicht gleich. Ich will erst immer noch den Diolas finden. Die Quests, die holen wir uns trotzdem, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist eine Werkbank übrigens. Hier könnten wir unser Handwerk ein bisschen trainieren. So, Primula Gruber. Was benötigt ihr? Was hast du? Handwerk, Zutat und Rezepte. Oh, cool. Drechsenstufe 2, 3, 4, 5 und Werkzeug. Hier, die sollten wir uns merken. Hier könnten wir eventuell mal ein paar schöne Sachen uns holen. Allerdings irgendwie kein Ringsymbol. Du hast aber definitiv ein Ringsymbol. Briefträger Boffin. Ja gut, der Briefträger ist eine Rille. Hier ist noch der Otto Breitgurt, der hat auch ein Ringsymbol. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Die Spinnenplage. Ach, ja super. Schön, dass ihr da seid, um zu helfen. Ich war gerade auf dem Rückweg von Bre mit einem großen Sack Pilze auf meinem Wagen, als es plötzlich vor Spinnen wimmelte. Ich habe noch nie zuvor solche Spinnen gesehen. Ich habe ihre Eier wohl zusammen mit den Pilzen aufgeladen. Ach, du bist ja ein ganz cleverer Hobbit, merkt man schon. Wie kann man denn so blöd sein? Klar, dass die Spinnen das nicht mögen. Das ist nachvollziehbar. Ich muss die Ware, die noch übrig ist, vom Wagen holen. Bitte. Der Wagen steht an der Straße Richtung Osten, direkt an den Wasserfällen. Bestimmt sind dort über Spinnen. Es kann also gefährlich werden. Mit diesen Pilzen verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr sie mir herbringen könntet. Ja, aber auch das nicht sofort. Guten Tag. Erledigt die edligen Spinnen. Das ist bestimmt hier in der Nähe gewesen. Ich guck noch schnell, was Mütterchen Boffin sagt. Inula. Aha. Wo ist er denn? Bin ich schon wieder blind offensichtlich. Otto Breitgurt, hier hinten ist noch der Eberhard Lochborn, der ist noch wichtig. Ach, da ist sie ja. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ich brauche 4 Krötensteine, oder ich kann euren Buch nicht schienen. Ich meine, ich brauche die Steine für eure Salbe für die Bienen. Ja, man merkt schon, sie ist ein bisschen, naja, ja gut. Dann gucken wir noch, was der hier hinten will. Aber ich will trotzdem erst den Dino das suchen. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Durchsucht den Hirschkadaver nach dem Glücksschleuderstein. Okay. Ich habe meinen Glücksschleuderstein verloren. Ich habe gerade einen stattlichen Hirsch erlegt, als auf einmal ein großer brauner Bär auftauchte, sich meine Beute schnappte und davon lief. Mir geht es gar nicht um das Fleisch, aber ich brauche unbedingt meinen Schleuderstein wieder. Ohne ihn kann ich nicht jagen. Ach, mit einer Steinschleuder, ne? Ich dachte eher, das wäre ein Talisman, aber anscheinend für eine Steinschleuder. Bitte, würdet ihr mir helfen und den Schleuderstein zurückholen? Der Bär hat den Hirsch in seine Höhle im Norden verschleppt. Er hält sich vermutlich auf den Abhängen nördlich des Bolussteins auf und schlägt sich den Bauch mit meinem Hirsch voll. Seitdem mir der Schleuderstein davon gekommen ist, hat mich das Glück verlassen. Ja, machen wir, aber auch das machen wir nicht sofort. Wie ist das Wertebefinden? Ich bin sicher, ihr könnt ihn bei der Bärenhöhle in den Hirschkadaver finden, in dem er steckt. Das heißt, wenn der Bär ihn nicht mit dem Hirschkadaver frisst. So ein kleiner Stein macht einem großen Bären ja nicht viel. Okay, das ist nur noch der Briefträger. Hobbingen nach Oberbühl übrigens. Hier wäre dann von Oberbühl nach Wasserau. Ja, aber jetzt suchen wir erstmal den Dino das weiter. Wie weit kann der denn gelaufen sein? Die Waldtiere kommen mit jedem nahe näher an die Stadt heran. Tag die in der Stadt heran, werden auch immer frecher und gefährlicher. Höfe in Oberbühl. Was du nicht sagst. Ich hatte schon ein paar Waldtiere heute. Ernsthaft, wie weit ist der Dino das weggelaufen?
sind wir wieder im Wald, im Schiefertonwald. Ein was? Ein Zanschick. Was ist denn das? Seltene Signatur Orksippe. Ach. Orks müssen wir jagen. Bleib mal stehen, Zanschick. Du bist ein Boss, wa? Du bist mit ziemlicher Sicherheit ein Boss. Ach, du kannst dich heilen, du Ratte. Der hat sich gerade eindeutig geheilt. Ein Schamane, wa? Der Zanschick. Toller Name für einen Ork übrigens. Aber er ist gleich tot, der ist gar nicht so stark. Yeah, Zanschick besiegt. Also ganz ehrlich, da waren die Orks, die wir beim letzten Mal hatten, die uns getötet haben, waren da irgendwie schwerer. So, wir kriegen hier aber zerbrochene Schwertschilder, zerbrochene Durchaus, die brauchen wir. Und ein Schild. Schild des Turms der Beherzten. Dieser große Schild der Menschen von Gondor ist respekteinflößend wie die Mauern ihrer hohen weißen Türme. Ein Schild von Gondor. Der Ork ist weit gereist. Für einen Wächter wäre das geil, aber wir sind leider kein Wächter. Wir nehmen trotzdem alles mit. Sammelt zerbrochene Dolche, sammelt zerbrochene Schwertsteine, haben wir jetzt hier ein bisschen weitergemacht. Interessanter Ork, der Zanschick. Erstmal, dass er sich heilen kann, ist ja für einen Ork schon ungewöhnlich. Und zweitens eben das mit dem Schild von Gondor. Ja, der war gerade ganz interessant. Wir überraschen Zweige, überraschen. Nee, was haben wir hier? Hier ist übrigens ein. Hallo Ork. Euch mag ich übrigens nicht mehr. Man kann sich ja denken, warum. Weil vor den Orks haben wir alles überlebt. Und die Orks haben uns leider erledigt gehabt einmal. Das vergesse ich eben nicht. So, beides nehmen. Vielleicht können wir eine Sammlung heute abschließen. Hier ist noch ein Ork. Na, Ork, wohin des Weges? Völlig egal, gleich geht's in deinen Tod. Eigentlich bin ich ja ein Fan der Orks, aber natürlich nicht in so einem Spiel wie diesem. Na, Spodo, töte ihn doch bitte. Danke. Der hat jetzt Schweinerei, der hatte nichts bei sich. Und der Dinolass ist schon wieder verschwunden. In Fokus nehmen. Ach, der ist irgendwo hier. Ach, das ist ja super. Der wurde bestimmt entführt. Verrückter Breitzahn. Das ist ein. Eine Kreatur, das ist ein Hirsch. Hier ist übrigens ein Wasserfall. Irgendwo in der Richtung. Der ist also irgendwo hier im Wald. Ja, jetzt ist der Marker verschwunden. Irgendwo hier im Wald und wir müssen ihn suchen. Das ist ja super. Da vorne ist, glaube ich, was. Ihr habt Dino das Boffin gefunden. Ne? So, Dino das. Der angebliche Skeptiker, ne? Der schreiend weggelaufen ist nach den Gruselgeschichten. Das war schrecklich, Spodro, und außerdem sehr gemein. Ich erwarte eine Entschuldigung. Ihr solltet nicht grundlos versuchen, die Leute zu erschrecken. Ihr erklärt, dass Bingo der Meinung war, sein Vetter würde mehr Spaß auf dem Erntefest haben, er sich aber an Angst einjagen ließe. Daraufhin gestikulierte Dino das wild mit den Armen. Bingo glaubt, dass mir nichts Angst einjagt? Dann bin ich wohl Opfer meiner eigenen Schauspielerei geworden, Spodro. Denn meine Vorstellung war zu überzeugend. Ach, das heißt, er hatte dauernd Angst, ne? Erinnert ihr euch noch daran, wie wir gemeinsam die heimgesuchte Erdhöhle erkundet haben? Ich war so sehr darum bemüht, mich von der gruseligen Atmosphäre nicht beeindrucken zu lassen und sie als Maskerade zu durchschauen, aber tief im Inneren hatte ich fürchterliche Angst. Jedes Klappern, jede plötzliche Bewegung, jeder Schatten schien neue Schrecken mit sich zu bringen. Ehrlich gesagt bin ich nicht sonderlich überrascht. Der Dino, das war ein bisschen zu sehr auf. Ja, ist doch alles nur Schwindel. Ihr irrt euch also, Spodo. Es ist nicht so, dass ich nichts fürchte. Ich fürchte alles. Abgeschlossen eine Nacht für Geistergeschichten. Und damit haben wir 9 von 10 Erntefestveranstaltungen erledigt. Die Sammlung tun wir wieder abwählen.
Die kommen halt dauernd wieder, wenn wir Sachen sammeln. Ist ein bisschen nervig. Da er jetzt hier ist und gleich eine Geschichte hat. Schlottern vor Angst. Jetzt kennt ihr mein schmachvolles Geheimnis. Ich hoffe, ihr werdet es für euch behalten. Es fing alles vor einiger Zeit an, als ich Selandine Brandyburg angeboten hatte, sie nach einem abendlichen Festessen meiner Mutter nach Hause zu begleiten. Selandine hat sich sehr über die Gesellschaft gefreut. Aber als wir aufbrachen, sah ich, dass es schon viel später war, als ich gedacht hatte. Es war in dieser Nacht sehr dunkel und mir gefror bei jedem kleinen Geräusch das Blut in den Adern. Ich wusste, wenn ich nicht etwas unternehme, wird Selandine bemerken, dass ich ein Feigling bin. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Also gab ich mich mutig und machte mich über alles lustig, was mir Angst einjagte. Aber ich überspielte meine Furcht nur und daran bin ich inzwischen recht gut geworden. Da hat er recht, Schauspielern kann er gut. Aber wie gesagt, besonders überrascht bin ich eigentlich nicht. Dinos runzelt die Stirn. Aber Bingo gehört zu meiner Familie und es war ein böser Streich, auch wenn wir nur entfernt verwandt sind. Und wo wir gerade von Entfernung sprechen, ich war auf dem Weg zurück nach Grünfeld, als sie mich gefunden haben. Ich bin umgekehrt, weil ich etwas Furchteinflößendes gehört habe, also ließ sie mein Bündel fallen und rannte zurück. Könntet ihr wohl im Nordwesten nach meinem Bündel suchen? Ich glaube, mir fehlt der Mut, das zu tun. Ja, wenn wir hier schon hier im Wald sind, machen wir das. Schlottern vor Angst wählen wir gleich mal an. Sagst du noch was? Nein. Ist halt Stufe 12, die Stufe, die wir jetzt gerade sind. Also könnte es gefährlich werden. Ein Bär. Und irgendwie hat Bodo gerade verkackt, ihn sofort mit dem Bogen anzugreifen. Ja gut, der ist aber trotzdem tot. Mattes Fell, 8 von 10. Und Mattet hier heute auch 8 von 10. Wir könnten heute wirklich eine Auftrag fertig machen. Oder vielleicht sogar zwei. Nein, jetzt ist der Quest schon wieder weg. Mann. Schlüttern vor Angst. Ich finde es kacke, dass die Quests immer weggehen. Weil wir hätten den Dinos das beim letzten Part schon finden können. Was ist hier? Da ist ja noch ein Bär. Na, Bäri. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin ein furchtloser Hobbit. Mal das Fell, schmutziges Ohr. Ja, die Mattenfälle könnten wir wirklich fertig machen. So, und da ist das letzte Mottefell. Sehr schön. Oh, oh, noch ein Bär. Futtersuchender Waldbär. Ja, wenn die einen im Nahkampf treffen, wird es gefährlich. Beim Nahkampf sind wir halt als Jäger nicht so wirklich geeignet. So, aber wir haben die Mattenfälle fertig. Die müssen wir nach Hobbingen dann bringen. Und hier sind auch nochmal zwei. Ach, irgendwo hier ist das Bündel. Ganz toll. Man sieht es natürlich wieder mal nicht. Oder in den Fokus nehmen. Nach. Wieso sieht man denn hier die Sachen nicht? Da ist irgendwas. Jetzt will ich keine Bären mehr töten, wenn ich nicht muss. Unglückliches blaues Feuer lodert im dunklen Wald. Unnatürliches. Geistersicht. Oh, bitte sagt mir, dass da nicht das Bündel vom Dino das ist. Ich will jetzt keinen Geist an der Backe. Die Bären sind schon schlimm genug. Doch, natürlich. Dinos Fallenglas ins Gepäck. Of course. Darf ich das nehmen? Ich darf's nehmen. Sprecht mit der geisterhaften Erscheinung. Was hat er denn in seinem Gepäck? Wissen wir nicht. Ich will doch nicht mit dem Geist reden. Na ja, gut. Nettes Aussehen übrigens. Die geisterhafte Erscheinung starrt an euch vorbei in die Dunkelheit zwischen den Bäumen. Als sie anfängt zu sprechen, donnert ihre Stimme in euren Ohren und ihr werdet unruhig.
Es kann keine Wiedergutmachung für den angerichteten Schaden geben. In einem Jahr werden alle das Schein des Waldes fürchten. Niemand wird dem Fluch der geschwänzischen Flur entgehen. Verzweifelt und verkriecht euch in eure Höhlen, denn am Ende wird nur noch einer lachen. Die Erscheinung hört auf zu sprechen und es wird wieder still und sehr kalt. Das klingt ja total beruhigend übrigens. Greifst du uns an? Nein. Gut, schnell zurück und ihm dir das Bündel geben. Ich glaube, danach müssen wir auch wieder aufhören. Ich will ihm nur schnell das Bündel geben. Aber cool finde ich, dass wir die erste Sammlung fertig haben mit dem harten Fällen. Da ist er. Ach, Bingo ist auch hier. Wie kommt denn Bingo schon wieder hierher? Der ist immer so schnell. Der hat immer die magische Kunst des Teleports. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, mit Dino, das reden wir noch. Und mit Bingo sollen wir ans nächstes reden. Das war aber klar, weil er daneben steht. Bingo ist vorbeigekommen und hat sich für den Streich entschuldigt. Es ist wieder alles in Ordnung und wir müssen nicht weiter über die Sache sprechen, die ich euch erzählt habe, Spotro. In Ordnung? Gut. Also ja, offiziell will er nicht, dass wir verraten, dass er eine Angsthase ist. Ihr gebt ihm jetzt ein Bündel. Nach kurzer Überlegung erzählt ihr ihm, dass ihr etwas Eigenartiges in der Höhle in der Nähe gesehen habt. Oh, was? Was war's denn? Ach, vielleicht erzählt ihr es besser Bingo. Ich glaube, ich will davon gar nichts hören. Ich glaube nicht an solchen Unfug. Oh nein. Ja, hier merkt man jetzt am Zögern, dass er sehr wohl Angst hat. Aber das wussten wir jetzt schon. Okay, dann reden wir noch mit Bingo. Ich habe mit Padino das für unseren Streich entschuldigt, aber ich glaube, er hat ihn ganz gut getan. Ihr seht ein wenig verwirrt aus. Was ist denn geschehen? Ich habe einen Geist gesehen, das ist geschehen. Ihr erzählt Bingo von der geisterhaften Erscheinung, die er im Wald gesehen hat. Er schaut euch zweifelnd an. Macht euch über welche lustig oder wollt ihr mir jetzt einen Streich spielen? Oder habt ihr wirklich etwas gesehen? Nein, das ist kein Scherz, Bingo, ich habe was gesehen. Schon vor Angst abgeschlossen. Helft Bingo Boffin bei ein herbstliches Geheimnis. Anzahl von den ganzen Sachen übrigens 10 von 10. Okay, wisst ihr was? Ich porte mich jetzt nochmal zurück. Wir können wir hier gleich. Ja, können wir. Was für ein Spaß. Im Wald ist eine geheimnisvolle Erscheinung aufgetaucht. Wie schön. Ich muss sie unbedingt mit deinen Augen sehen. Gehen wir, Spotro. Ja, okay. Aber das machen wir nicht bei diesem Mal. Es ist kein Spaß, Bingo. Dass er das für einen Spaß hält, finde ich nicht schön. Obwohl wir haben noch 2 Minuten. Dann laufen wir noch schnell zur Erscheinung. Du kommst doch mit, oder? Bingo, wolltest du nicht mitkommen? Auf nach Nordwesten. Ja, dann komm doch mit. Oder bist du wieder faul und portest dich? Bestimmt portet er sich wieder. Da ist wieder ein Bär. Ja, jetzt wo wir die Fälle haben, will ich den Bären eigentlich nichts mehr tun. Nur wenn sie mich angreifen. Wo wir gerade von Angreifen sprechen. Wo ist er denn? Was kotzt du denn aus? Was war das denn für ein Kotzen gerade? Sah ja richtig funny aus. Leichtes Grauen und abgenutzte Rüstung. Das leichte Grauen war wahrscheinlich wegen dem Brüllen jetzt. Mattes Fell. Ja, Mattes Fell zerstöre ich jetzt. Mattes Fell brauchen wir nicht mehr. Alte Breittatze, seltene Signatur. Ein besonderer Bär. Ach, den nehmen wir vielleicht noch. Wir hatten ja jetzt heute schon einen seltenen, wie nur die anderen Bären umlaufen. Was ja hervorragend klappt. Na, scheiße. 2 Bären an der Backe. Ja, ich laufe kurz weg. Sonst sterben wir. Nicht mein Lieblingswald hier. Lauft, Spodro. Okay, wir sind nicht mehr im Angriff. Gut, die laufen zurück. Vielleicht lasse ich es. Ich lasse es doch mit der Breitfatze. Wir müssen jetzt aufhören, ne? Ja, wir müssen jetzt aufhören.
Beim nächsten Mal gucken wir doch, ob wir zu der Gestalt kommen. Wenn beim nächsten Mal natürlich noch das Herbstfest ist, weil eigentlich hätte das Herbstfest heute enden sollen. Und ja, ansonsten werden wir die Fälle abgeben in Hobbingen, würde ich vorschlagen, und halt das mit Heide machen. Also wir haben jetzt zumindest einige Quests fortgesetzt, einige weitergeführt und halt ein paar Sachen wieder gesammelt. Am coolsten fand ich ja jetzt wirklich den Ork mit dem Schild aus Gondor. Das ist very interesting. Ich glaube, das Schild behalte ich. Ich glaube, das wird auch was, was ich einlagere, einfach weil es ein besonderer Gegenstand ist. Weil ganz ehrlich, so ein Schild aus Gondor mitten im Auenland ist schon ein interessanter Fund, sagen wir es mal so. Wir sehen uns später noch zum Mittelerde Fight Club und morgen dann wieder ganz normal zu allen drei Folgen. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.